Über die Fluggesellschaft Private Air hatten wir schon einmal etwas ausführlicher im Zusammenhang mit der Lufthansa-Verbindung von Frankfurt nach Pune in Indien gesprochen. Denn da wird jetzt seit Oktober ja ein Airbus A319 der Lufthansa eingesetzt. Der hatte da eine 737-700 der Schweizer Fluggesellschaft auf dieser Strecke abgelöst, die vorher für die Lufthansa dort unterwegs war. Und ganz interessant war, dass unter dem entsprechenden Video sich doch recht viele gefunden haben, die tatsächlich häufiger mal regelmäßig auf dieser Strecke von Frankfurt nach Pune in dieser 737 der Private Air unterwegs waren und die dementsprechend dann auch den Wechsel von der 737 der Private Air zum A319 der Lufthansa mitgemacht haben und damit auch den Wechsel von einem Non-Stop-Business-Class-Flug zu einem Lufthansa mehr oder weniger Economy A319-Flug mit Zwischenstopp in Baku. Und es war sehr interessant zu lesen, dass die Leute, die regelmäßig auf der Strecke unterwegs sind, durch die Bank weg sehr überzeugt von der Private Air 737 waren und sehr überzeugt waren von dem Produkt, das auf dieser Flugverbindung angeboten wird, und auch sehr überzeugt waren von der Strecke als solches. Und dementsprechend viele Leute haben sich dann auch so ein bisschen darüber aufgeregt, was Lufthansa da jetzt mit dem A319 auf die Beine gestellt hat. Mit Zwischenstopp in Baku. Aber gut, auf diese spezielle Flugverbindung kommen wir dann vielleicht später nochmal zu sprechen, denn das war so ziemlich die letzte und einzige Möglichkeit, um hier in Deutschland überhaupt nochmal mit der eigentlichen Private Air in Kontakt zu kommen oder in Verbindung zu kommen. Heute konzentrieren wir uns aber mal auf diese Fluggesellschaft im Allgemeinen, denn so wie es zum aktuellen Zeitpunkt aussieht, wird Private Air nicht wieder in die Luft kommen. Die Fluggesellschaft hat in Deutschland und in der Schweiz Insolvenz angemeldet und wird höchstwahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit jetzt komplett von der Bildfläche verschwinden. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, es trifft also in diesem Jahr nicht nur schnell expandierende, überschaubar große und etwas dubiose Fluggesellschaften, sondern nun auch eine Airline, die sich seit 1977, also diese Fluggesellschaft besteht schon seit über 40 Jahren, die sich seit 1977 einen Namen gemacht hat als recht hochwertiger Wetlease-Anbieter. Und diese Fluggesellschaft schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an und fangen deswegen direkt im Jahre 1977 an. Dort wurde die heutige Private Air, nämlich unter dem Namen Petrol Air, gegründet und war ein reiner Geschäftsflieger nur für die Unternehmensgruppe der wahrscheinlich reichsten Familie Griechenlands. Das erste große Geschäftsreiseflugzeug, mit dem dann auch der Flugbetrieb der Airline gestartet wurde, war eine Boeing 737-200. Die war von Anfang an in der Schweiz registriert, war quasi ein sehr früher Boeing Business Jet, wenn man so möchte, und die Maschine blieb dann auch bis 1997 in der Flotte der Private Air. Heute ist das dann damit ja mittlerweile auch fast 40 Jahre alte Flugzeug tatsächlich immer noch als aktive Maschine und immer noch als aktives Geschäftsreiseflugzeug registriert, wechselte in den letzten Jahren allerdings ein paar Mal den Besitzer und die Fotos und die Flugaufzeichnungen, die man über diese 737-200 findet oder von dieser 737-200 findet, die sind auch alle aus dem Jahre 2017 die jüngsten. Deswegen, vielleicht steht die Maschine jetzt doch eher am Boden. Auf jeden Fall ist sie aktuell noch registriert bei Jet Connections Limited auf den Cayman Islands. Aber zurück zur Private bzw. Petrol Air. Im Jahre 1989 wurde die Flotte dann noch um eine Boeing 757-200 ergänzt. Das Flugzeug ist heute knapp 30 Jahre alt, war also damals ganz, ganz neu, kam ganz frisch aus der Boeing-Werft aus Seattle zur kleinen Schweizer Fluggesellschaft. Die Maschine blieb dann bis zum Jahre 2013, ist heute noch immer als aktive 757 irgendwo unterwegs und ist registriert bei der Jet Magic auf Malta. Ja, kommt mir das nur so vor oder klingen diese ganzen Unternehmen sehr dubios? Auch Jets vom Typ Gulfstream 2 und 4 kamen dann zur kleinen Flotte der Private Air und so baute man sich Stück für Stück eine sehr überschaubare, aber durchaus beeindruckende und sehr flexibel einsetzbare Flotte auf. Und man machte dann auch wirklich was draus. Die Flotte war mittlerweile für die reinen Geschäftstätigkeiten dieser reichen griechischen Familie etwas zu groß und so machte man 1995 in der Schweiz aus dieser Fluggesellschaft eine kommerziell nutzbare Fluggesellschaft. Ab dem Jahr 2002 hatte die Airline sogar ein eigenes Terminal am Flughafen von Genf. Man war also scheinbar richtig stolz auf das, was man da aufgebaut hatte und auch die Schweiz schien richtig stolz über das, was sie da als Fluggesellschaft in ihrem Land hatten. Und jetzt musste nur noch zahlende Kundschaft kommen, dem man diese wirklich luxuriös ausgestatteten Flugzeuge andrehen konnte. Und besonders interessant waren für die Private Air möglichst langfristige Kunden, also Kunden, die langfristig ein Flugzeug bei Private Air anmieten und dann damit ihre Flüge durchführen. Und so war man kurz nach der Jahrtausendwende schon da angekommen, was wir eben als hochwertigen Wetlease-Anbieter bezeichnet haben. Ein interessantes Geschäftsmodell, was ja auch durchaus funktionieren könnte, also bestellte man direkt einmal 4 Flugzeuge vom Typ Boeing 737, die alle noch vor dem Jahr 2000 zur Private Air kamen. Eine 737-300 und 3 Boeing 737-700. Dazu kamen dann wenig später noch 4 Airbusse, alle vom Typ A319 ausgestattet mit Zusatztanks, damit man diese Flugzeuge
Flugzeuge, diese luxuriös ausgestatteten Flugzeuge, auch vernünftig auf Langstrecken einsetzen kann. Ab dem Jahr 2002 war einer der gewünschten langfristigen Kunden dann tatsächlich die deutsche Lufthansa, denn die ließ ihre hochgeschätzte, gut zahlende Kundschaft dann mit einer Private Air Boeing oder einem Private Air Airbus von Düsseldorf aus nach New York fliegen. Und das war da tatsächlich der erste Transatlantikflug, auf dem man nur eine Business Class hatte. Und das ist auch heute sicherlich noch eine ziemlich nette Art und Weise zu reisen. Und für diese Art und Weise zahlen viele bestimmt auch gerne eine ganze Menge Geld. Ein wichtiger weiterer langfristiger Private Air Kunde war dann tatsächlich der Flugzeughersteller Airbus selbst. Denn zwischen den zwei wichtigen Airbus Standorten Hamburg-Finkenwerder und Toulouse wurde dann eine Private Air Charterverbindung aufgestellt, womit man dann die Mitarbeiter zwischen den beiden Standorten gut hin und her schicken konnte. Das Ganze lief von 2003 bis ins Jahr 2008. In Deutschland fand dieses Geschäftsmodell also tatsächlich einige wirklich große Kunden, die auch langfristig mit der Private Air zufrieden waren. Und somit lohnte sich schon nach kurzer Zeit die Gründung eines deutschen Ablegers. Neben einer Schweizer Private Air gab es dann auch eine deutsche Private Air mit entsprechenden Deutschland registrierten Flugzeugen. Lufthansa schien mit dem Ganzen sehr zufrieden zu sein. Das gesamte Produkt und diese Art und Weise zu reisen mit dem gewissen Privatjet-Feeling, das lockte immer mal wieder genug Interessenten an, um die 70 bis 80 Sitzplätze im Flieger zu füllen. Somit konnte die Lufthansa dann auch mit der Private Air weitere Strecken eröffnen, auf denen viele Geschäftsreisende oder Business-Class-Reisende im Allgemeinen unterwegs waren, und so entstand dann eine Verbindung nach Nairobi oder die eben genannte Verbindung zwischen Frankfurt und Pune in Indien. Die wurde teilweise viermal wöchentlich bedient. Und gerade diese Strecke war jetzt bis zuletzt quasi das Paradebeispiel oder die Definition von dem, was die Private Air überhaupt darstellt oder was das überhaupt ist. In und um Pune in Indien gibt es eine ganze Menge global agierende große Unternehmen, vor allem in der Zuliefererbranche für die Automobilindustrie. Der Flughafen allerdings ist dort sehr klein und es gibt keine Möglichkeiten, dort eine größere Langstreckenmaschine abzufertigen. Man denkt da zwar schon seit Jahrzehnten über einen neuen, modernen, großen Flughafen nach, aber da wurde noch nichts gebaut. Die Langstreckenflieger würden dort außerdem Probleme bekommen, wenn sie voll beladen bei hohen Temperaturen auf dieser 2400 Meter langen Piste da in Pune in Richtung Deutschland starten sollen. Mit einer Private Air 737-700, die jetzt für genau diese Aufgabe ein komplettes Lufthansa-Interieur, ein komplettes Lufthansa-Langstreckeninterieur bekommen hatte, da ist das allerdings dann wieder eine andere Sache. Man kommt da auf eine ganz entspannte Art und Weise hin mit diesem gewissen Privatjet-Feeling. Und man hat dort keinen Zwischenstopp, keine Abfertigungsprobleme in Indien. Und das klingt ja so schon mal nach einer sehr entspannten Sache. Jetzt war es aber so, dass um das Jahr 2010 herum einige wichtige, große, langfristige Kunden die Private Air verlassen haben. Auch Lufthansa hat zu dieser Zeit wieder einige Strecken gestrichen, nur die nach Indien blieb. Und Private Air musste daraufhin die Flotte wieder verkleinern, weil es für die entsprechenden Flugzeuge jetzt keine großen langfristigen Kunden mehr gab. Und auch die Maschinen, die man sich als Gebrauchtflugzeuge ab dem Jahr 2006 in Anführungszeichen neu in die Flotte geholt hatte, vom Typ Boeing 757 und 767, um auch ins ganz normale, in Anführungszeichen, Chartergeschäft einzusteigen, so wie es zum Beispiel Highfly macht, und um gleichzeitig auch als sogenannter Ad-Hoc-Charter zu funktionieren. Auch diese Maschinen mussten die Flotte dann recht schnell wieder verlassen. 2017 kamen mit TuiFly und mit Eurowings nochmal zwei recht interessante Kunden, die die Maschinen dann aber auch nur kurzfristig brauchten, um entsprechende Probleme in der eigenen Flotte zu überbrücken. Wirklich laufen wollte dieses Geschäft dann also nicht mehr, und langfristige Kunden gab es zumindest in Europa außer der Lufthansa dann gar keine mehr. Ab dem 10. Oktober 2018, also jetzt gerade mal vor ungefähr zwei Monaten, wurde es dann etwas verwirrend, weil es dann in den Medien hieß, dass man nun ein Konkursverfahren über die Schweizer Private Air nach jahrelangen schwerwiegenden Verlusten eröffnet hatte. Unterstützend kam dazu die Tatsache, dass Lufthansa die besagte Indienstrecke mittlerweile selbst übernommen hatte und dort jetzt mit einem A319 aus der eigenen Flotte unterwegs war und nicht mehr die Private Air 737 auf dieser Strecke flog. Das wurde dann aber eine ganze Weile als Zwischenlösung betitelt, und lange Zeit schwirrte dann der Begriff der Restrukturierung bei der Private Air durch die Luft. Heißt, man war von dem Geschäftsmodell scheinbar noch sehr überzeugt, nur die letzten Jahre, die liefen irgendwie nicht so gut. Zu dem Zeitpunkt hatte man unter der Schweizer Flagge, also bei der Schweizer Private Air, allerdings gar kein einziges größeres Geschäftsflugzeug mehr registriert. Und unter deutscher Flagge, bei der deutschen Private Air, gab es die bei Lufthansa eingesetzte 737-700, dazu noch eine Maschine des gleichen Typs. Und es gab vier weitere Maschinen, nämlich drei Airbusse und eine Embraer, die allerdings ihre langfristigen Kunden irgendwo in Saudi-Arabien haben. Alles also sehr überschaubar und wenig beeindruckend. Und aufgrund dieser Entwicklung entzog das Deutsche Luftfahrtbundesamt, das LBA, dann der deutschen Private Air die Betriebslizenz Ende Oktober, sodass die Chancen auf eine Restrukturierung dann ebenfalls sehr überschaubar waren. Seit gestern Abend ist nun allerdings klar, dass die Schweizer Private Air sowie auch die deutsche Tochtergesellschaft nun in einem Insolvenzverfahren stecken. Was damit nun ziemlich sicher bedeutet,
dass die Fluggesellschaft kurz vor der Auflösung steht. Die Idee eines gehobenen, hochwertigen Wet-Lease-Anbieters hat also lange Zeit funktioniert. Die Geschichte der Private Air ist hier an dieser Stelle aber dann wohl zu Ende. Und damit soll es das dann auch für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen zur Private Air dabei. Und ja, ich freue mich wie immer auf eure Kommentare zu dem Thema. Schreibt gerne mal eure Erfahrungen mit der Private Air, wenn ihr mit dieser Fluggesellschaft schon mal unterwegs gewesen seid. Gerne unten in die Kommentare. Freue ich mich immer sehr drüber, lese ich sehr gerne. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss.